12.500 Fahrzeuge überqueren täglich die Peenebrücke zwischen Wolgast und Usedom. Vor allem in den Ferien oder zu Stoßzeiten bedeutet dies für Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch Urlauberinnen und Urlauber, Wartezeiten vor dem blauen Wunder. Zusätzlich sind nun auch Bauarbeiten zur Instandsetzung der Straßen- und Eisenbahnbrücke geplant. Einige Erneuerungen wurden bereits durchgeführt. Ja, wir werden diese Brücke, die jetzt in ihr 25. Jahr kommt, sanieren müssen. Und zwar fangen wir damit jetzt nicht an, sondern eine erste Etappe hat ja bereits stattgefunden. Die Unterbauten wurden bis zum Jahr 2018 schon an wichtigen Stellen erneuert bzw. instand gesetzt. Und jetzt kommt der Überbau dran. Und das sind Dinge, die mit Korrosion zu tun haben, mit dem Fahrbahnbelag zu tun haben. Diese Arbeiten sind zwingend erforderlich, um die Betriebstüchtigkeit der Peenebrücke aufrechtzuerhalten. Die Beweglichkeit der Brücke und der Schienenverkehr stellen dabei besondere Herausforderungen dar. Die Usedomer Bäderbahn soll bis Sanierungsende 2023 nun verstärkt eine autofreie Alternative anbieten, um die Fahrbahn freizuhalten. Eine Fähre wird hier nicht eingesetzt. Die südliche Nebenanlage wird aufrechterhalten und die Bahn fährt mit einer noch abzustimmenden größeren Frequentierung. Es geht aber nicht, es kann nicht alle 10 Minuten ein Zug fahren, weil es muss immer es kann nur ein Zug zwischen Wolgast und dem nächsten Bahnhof verkehren und retour. Und um das abzusichern, ist so ein Halbstundentakt möglich, aber es fährt der Zug zu gewissen Zeiten nicht im Halbstundentakt und das könnte man noch eventuell erhöhen. Das sind aber Abstimmungen mit der UBB laufen. Der Verkehr soll unter halbseitiger Führung abwechselnd über die jeweiligen Fahrspuren gelenkt werden, um die Bauarbeiten zu ermöglichen. Zuerst sollen die nördlichen Rad- und Gehweganlagen sowie die Fahrbahnübergangskonstruktion in Kombination mit einem Teil der Fahrbahn erneuert werden. Dann folgen die Übergänge der Fahrbahnmitte und die Bahnanlage. In den Sommerferien wird der verbliebene sogenannte RHD-Belag, eine dünne reaktionsharzgebundene Schicht aus zwei Komponenten, instand gesetzt sowie die Geländer einschließlich der Fahrbahnübergänge komplettiert. Eine Vollsperrung ist dabei leider nicht zu vermeiden. Im September des Jahres 2023 werden wir den RHD-Belag auf der Brückenklappe komplett erneuern. Das muss fugenlos erfolgen. Wir haben Material ausgewählt, was schnell trocknend und sehr belastbar ist. Wir hoffen, dass wir das in den 7 Tagen Vollsperrung schaffen. Nichtsdestotrotz sollen alle Verkehrsbehinderungen durch das komplexe Bauvorhaben auch im Zusammenspiel mit der UBB bestmöglich minimiert werden. Wie weit das Wetter und die Nerven der Anliegerinnen und Anlieger mitspielen, wird die Zeit zeigen.